hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist jetzt schon mein dritter Versuch, weil immer wieder ist hier irgendwas Störendes. Ich stehe hier gerade vor meiner Friseurin oder vor ihrem Salon und möchte mir jetzt endlich nach großer Diskussion die Haare schneiden lassen. Und Ebro hat mich jetzt dazu überredet und wir sind jetzt hier angekommen. Ehrlich gesagt traue ich mich nicht, aber ich guck mal, was daraus wird. Was soll denn schon passieren? Also eigentlich möchte ich nur stufen und ein bisschen das Kaputte hier weggeschnitten haben. Ich werde auf jeden Fall keinen Kurzhaarschnitt oder so machen. Also da kannst du noch so viel reden, wie du willst. Nein. Ja, aber jetzt im Moment sieht das sehr platt aus, also ich wünsche mir ein bisschen mehr. Also ich möchte schon, dass da irgendwie was drin ist und mal gucken, was daraus wird. Okay, los geht's. Ja. So, dann können wir hier auch schon mal rein. Ich möchte eigentlich, also das Kaputte muss auf jeden Fall weg, ja, das ist klar. Okay. Und danach habe ich gedacht, vielleicht irgendwie so eine Einstufung, aber ich wollte keinen Pony, sondern ich vielleicht so in der Länge. Ein bisschen Pep. Also, aber ich höre mir auch an, was du sagst. Okay. Also was ich hier so sehe, so von der Haarstruktur sind sie ja eben halt ein bisschen feiner. Mhm. Von der Grundlänge würde ich auf jeden Fall, damit ich erstmal hier, ich sag mal, was Festes habe, was ne, als fester Schnitt aussieht, würde ich auf jeden Fall mich von diesem Stück trennen. Das muss. Ne? Mhm. Und zu den Seiten würde ich vom Pony aus ja wirklich ganz eben mal leicht, leichte Stufen machen, ja. Ne, so einen leichten Übergang. Ja. Und dann würde ich in der Frisur vom Deckpartie aus her, nicht hier unten, sondern eher mehr von oben aus her, würde ich dir wirklich so in sich, das Haar leicht in sich durchstufen, damit hier unten die Fülle fällt und du oben diesen Stand hast. Okay. Ich habe jetzt Fulia überredet, dass sie ihre Augenbrauen zupfen lässt. Ebro überredet mich heute zu allem. Alles soll heute gemacht werden. Ich meine, wir sind hier an der richtigen Stelle. Und wenn ich hier schon sitze, dann kann ich auch gleich alles machen lassen. Ja. Jeder hat ja nicht das Glück, perfekte Augenbrauen zu haben. Meine Schwester kriegt das immer selber hin. Naja. Und wie ihr seht, sie schneidet auch das, was ich euch einmal gezeigt habe, oben das Abstehende ab. Weil das ist einfach nur störend. Mama, tut das weh? Ja. Das, was sie macht, ist jetzt Augenbrauen färben. Genau, Augenbrauen färben. Ich hatte meine Augenbrauen noch nie in meinem Leben so. Das erste Mal hat jemand mir das so perfekt gemacht. Hier kann man auch sehen, ganz eben mal die Stufung, aber hier unten immer noch schön voll. Ne?